kreativ oder genial? Gleich zu Beginn natürlich so eine üble Frage. Ich würde sagen, Kreativität liegt ja im Auge des Betrachters. Ich bin in einigen Dingen bestimmt kreativ, in einigen ganz sicher aber auch nicht. Zum Beispiel die Malerei liegt mir wahrscheinlich nicht so wirklich. Und ja, genial, das wird sich ja noch irgendwann vielleicht dann herausstellen. Bei dieser Frage fällt es mir dafür umso leichter, weil Kaffee ist überhaupt nicht mein Ding. Das heißt, weder Eiskaffee noch heißer Kaffee, ein ganz klares weder noch. Gut, hier ist relativ klar, mit dem Handy verbringe ich sehr, sehr viel Zeit, allein da ich dann auch viel unterwegs bin und daher nur mit dem Handy telefonieren kann. Und Festnetz bin ich mir nicht mal so sicher, ob wir das daheim überhaupt noch wirklich nutzen. Hier würde ich ganz klar den Hamburger und wenn es geht sogar den Cheeseburger dann bevorzugen. Oh je, da gibt es natürlich viele Dinge, die wir gerade alle vermissen. Vor allem natürlich das Zusammenkommen mit den Kindern, bei unseren ganzen Angeboten in den Schulen, in den Vereinen, bei unseren Camps und sonstigen Veranstaltungen. Das vermissen wir natürlich alles sehr bei der DKSA. Natürlich auch die Zusammenarbeit und das Zusammenkommen mit den ganzen Mitarbeitern, mit unseren Partnern und mit wem wir sonst auch immer alles zu tun haben. Das fehlt uns allen und wir wünschen uns natürlich, dass es bald dann wieder starten kann mit unseren ganzen Aktionen. Aber natürlich muss man das Beste daraus machen. Ein paar positive Dinge gibt es natürlich auch. Man ist zu Hause. Mit den Kindern natürlich kann man mehr Zeit verbringen und haben auch das eine oder andere vielleicht erledigen können, wo man sonst weniger Zeit dazu hat. Von dem her hoffen wir einfach, dass es bald wieder startet und freuen uns schon auf diese Zeit. Schöne Stadionerlebnisse gibt es natürlich einige, da ich auch mit VfB früher, zu früheren Zeiten öfter auch auswärts unterwegs war. Da fällt mir dann spontan mal 1997 ein, das Pokalfinale in Berlin, da es auch erfolgreich gestaltet wurde und die darauf folgenden eigentlich glorreichen Zeiten, die schon lange her sind, aber in der Champions League waren wir auch natürlich sehr viel im Ausland unterwegs und da gibt es viele schöne Erinnerungen und eins jetzt außerhalb vom VfB war natürlich auch eine besondere Erinnerung Anfang der 2000er Jahre des UEFA-Pokalfinale zwischen Liverpool und Alavés, das 5:4, das war natürlich auch ein ganz besonderes Spiel. Das ist meine absolute Lieblingsfrage, da kann auch nur der Manu drauf kommen. Natürlich würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass der VfB 2022 erst überhaupt mal in der ersten Liga spielt. Wenn sie dann noch Meister werden würden, das wäre echt der Wahnsinn, aber das ist sehr utopisch. Deswegen, und weil alle natürlich sich 2014 so arg gefreut haben und dann so eine super Stimmung in Deutschland war, würde ich natürlich dann die Weltmeisterschaft 2022 bevorzugen. Nominieren werde ich den Mitarbeiter, der nach dem Patrick und mir als zweitlängstes bei der DKSA ist. Ihr wisst noch nicht wer, lasst euch überraschen, überlegt euch schon mal, wer es sein könnte. Am Donnerstag erfahrt ihr mehr.